Moin, moin zusammen. In diesem Winter habe ich wirklich richtig tolle Schulungen gehabt. Zuerst mit Olga, dann mit Janina, dann mit Johanna. Und wir haben immer unterschiedliche Bilder gemacht, aber immer im Schnee. Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen zum Shooting mit Johanna. Wir haben sehr, sehr schöne Bilder gemacht und mit zwei Blitzen teilweise sogar. Moin, ich bin hier mit Johanna Sly am Shooten. Wir haben Wintershooting. Und damit es ein bisschen cooler aussieht, haben wir uns einen zweiten Blitz aufgestellt. Könnt ihr hinten sehen, mit Farbfolie. Und versuchen so ein bisschen Sonnenuntergangsbildchen zu bekommen. Hier vorne ist der B1X mit Beauty Dish in Weiß. Und damit ihr ungefähr wisst, wie man es haben möchte, drehe ich es einmal hier rum. Nicht irritieren lassen. Das zeigt jetzt sehr viel Weiß an. Aber das ist für mich, damit ich weiß, es ist, passt es, bin ich relativ richtig in der Belichtung oder nicht. Gehe ich hier rum, fotografiere und da kann man sehr gut sehen, in den Haaren hat sie hier so eine kleine, ja, so einen kleinen Impuls, so ein bisschen farbiges, warmes Licht, ganz bisschen. Und ich finde, das ist, sieht schon ganz cool aus. Wir sind hier bei eine 1600stel Verschlusszeit, Blende 1.2 ISO 100. Also ist es ja Gott sei Dank nicht ganz so extrem hell. Also man kann auch gut blitzen, aber HSS kostet immer ordentlich Leistung. Und wenn man da dann fotografiert, ja, langt der Blitz mitunter nicht. Deswegen bin ich gleich noch am Überlegen, ob ich meine ND-Filter darauf setze, um dann mit dem Blitz in der normalen Blitzsynchronzeit zu sein, weil dann hat der Blitz nämlich deutlich mehr Schmackes. Genau, sieht sehr schön, sehr natürlich aus. Johanna hat auch sehr gut aufgepasst. Sie hat aufgepasst, dass der Schmuck farblich balanciert, hat sie gesagt, alles Silberne hat sie rausgenommen, weil das eher so Goldtöne hat. Sieht halt fantastisch aus. So, und jetzt gucke ich noch einmal durch den Sucher und gucke nach, ob das alles okay ist oder ob es jetzt zu doll ausgebrannt ist. Schärfe passt auf alle Fälle. Sieht gut aus. Ja, würde ich sagen, passt. Ich mache nochmal zwei, drei, ein bisschen ein Hauch dunkler, um wirklich sicher zu sein, dass da der Schnee nicht ausgebrannt ist. Ja, und so ist es eigentlich schon fast fertig. Der vordere Blitz, ich finde, der könnte einen Tick stärker werden, dass ja noch ein bisschen mehr ausgeleuchtet wird davon. Da habe ich dann durchaus mal ein bisschen mehr Licht zu geben, ja, damit die Farben auch besser rauskommen. Das Blitzlicht nehme ich sonst gerne, um Augenreflexe zu kreieren und um Farben rauszublitzen. Genau, Johanna muss nur aufpassen, dass sie ein bisschen in Richtung Licht guckt, weil sonst gibt es Schatten von der Hand oder von den Haaren. Und jetzt haben wir auch das nächste, jetzt stellt sie so. Jetzt haben wir es natürlich so, dass wir das Stativ sehen. Deswegen müssen wir jetzt natürlich versuchen, einen guten Bildwinkel zu haben. Du bleibst kurz stehen und posierst und ich gehe einfach ein bisschen deutlich tiefer und versuche den Blitz hinter Johanna ein bisschen zu verstecken. Weil es nicht ganz passt, Stativ beiseite. Aber so habe ich den Blitz hinter Johanna und dann habe ich einen. Ja, so ein bisschen Lichtkante. Da muss man aber ein bisschen aufpassen. Es sieht sehr schnell auch unschön aus, weil der Reflex zu hart ist. Ne? Finde ich persönlich nicht so toll. Dann würde ich lieber eher zur Seite gehen. Lieber zur Seite gehen, weil es sieht nicht gut aus. Also künstliche Sonne herblitzen ist immer so eine Sache, da muss man ein bisschen aufpassen. 50 mm habe ich drauf. Sollte streng genommen jetzt nicht ganz so dicht rangehen. Ich finde, ein bisschen kann man schon. Ne? Hat ich den Blitz gerade getroffen? Ja. Ja, so jetzt war so hell. Genau. Genau, perfekt. Ja, ich gucke mal kurz durch, ob es scharf geworden ist. Und ich werde immer guckt. Brettscharf, Augenreflex ist da. Und im Hintergrund hat man so ein bisschen in den Haaren Licht. Zeig es nochmal, damit du siehst ungefähr so, das ist das Licht, Ja, was da cool. ist. Ja, und wenn ich hier einmal rausgehe, wieder so sieht das ganz aus. Du kennst ja selber, Sony Display täuscht immer ein bisschen leider. Jetzt haben wir ein weiteres Set. Johanna hat einen neuen Pulli angezogen. Finde ich Match super cool. Alles weiß und da kann man durchaus mal so einen Farbakzent haben. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass man jetzt auch wieder blitzt, weil Blitzen haut halt die Farben ohne Ende raus. Ich nehme mal die Kamera ins Hochformat. Drehe auch extra rum, dass ihr das gut sehen könnt. Amerikanischer Schnitt. Ne? Blende 1.2. Eine 1600stel und ja, es sieht einfach toll aus. Sieht einfach wirklich toll aus. Muss man nur ein bisschen aufpassen, auch da, wenn ihr es mal so sieht an der Kamera-Display, seht ihr, okay, der Handschuh, der ist so ein bisschen an der Hose, säuft er so ein bisschen ab. Also deswegen soll Jan Hahn ein bisschen darauf achten,
dass der Handschuh nicht unbedingt auf der Hose zu doll ist, weil sonst muss ich die Hose zu viel mit Licht füllen. Und es sieht dann ein bisschen doof aus, weil ich kann nicht die Hose punktuell bei den Handschuhen füllen. Ansonsten ist einfach fantastisch, wenn ihr Johanna einmal ganz gerade reinguckt, perfekt, dann zoome ich einmal ganz kurz ran, dann könnt ihr es nämlich, ja, lächeln mal ruhig, rechne mal, ja, ja, perfekt, ja, nochmal, perfekt, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich gehe mal kurz rein und dann könnt ihr mal gucken, ich hoffe, ihr könnt so die GoPro sehen, ja, ich drehe mal rum, dass hier Zähne strahlen und die Augen strahlen auch, diese Augenreflexe, das kriegt man halt nur über Blitzlicht hin, ich liebe Blitzlicht. Und Johanna hat auch so ein halbes Faible für Blitzlicht anscheinend auch, haben wir festgestellt im Schnack gerade. Aber mal gucken, ob wir sie auch noch zum Blitzen kriegen. Vielleicht. So, ja, es ist echt. Also hatte ich, also viele, also meine liebsten Bilder, die hätte ich ohne Blitz nicht hinbekommen. Ja, mega. Also wie gesagt, das ist echt, wie gesagt, Blitzlicht, du hast einfach einen ganz anderen Look dadurch. Wie gesagt, alleine guck dir mal. Also, das ist das Letzte. Also, guck dir mal alleine mal das mal an. Alleine, wenn du mal deine Augen anguckst. Ja, ist so ein Strahlen. Ja, das ist halt, das kriegst du kriegst noch nicht anders hin. Schlitten? Schlitten. Gebe ich dir. Nicht so aufstützen, weißt du? Dann stell ich ihn so ein bisschen neben mich. Ja. Dann so, dass man so ein bisschen lässig ist. Dann muss ja gucken, ob ich den jetzt, wie ich den... Oder soll ich den höher nehmen? Ich kann ihn einfach festhalten. Ja, kannst du ja so ein bisschen hochnehmen. So. Nee, so sieht es aber komisch aus. So sieht es komisch aus. Leg ihn lieber ab. Jetzt versuchen wir ein Ganzkörperbild zu machen. Und das sieht natürlich auch schick aus. Hintergrund, mein Auto. Ja, ist eine Unschärfe, das kann ich nachher noch. Das stört nicht. Ansonsten nehme ich den Bildwinkel so, dass es nicht mehr zu sehen ist. Ja, da fällt mir gerade auf, sie braucht ein bisschen mehr Blitzleistung. Ja, perfekt. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ich gucke mal einmal ganz kurz durch den Sucher, ob das wirklich gut aussieht. Ja, kann doch tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Licht haben. So, perfekt. Ja, ist fantastisch. Das Problem ist bei Sony, ja, schöne Grüße an Lumix, das Display ist besser. Bei euch kann man deutlich besser fotografieren in direkt JPEG, weil man kann immer noch ein bisschen retuschieren, also ein bisschen Highlights rausarbeiten, aber eigentlich, wenn ich mir angucke, die Bilder sind echt schon fertig. Ja, ich gucke noch mal ganz kurz nach hier. Ah, ja, es speichert nicht so schnell hier die Karte. So. Ja, passt. Wirklich schick. Wirklich schick. Ja. Wirklich schick. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Das sind auch übrigens die Sachen, wo man einen großen Blitz braucht mit ein bisschen Leistung. Der kann schneller nachladen. Ja, und ihr kriegt schneller die Bilder hintereinander, die ihr haben wollt. Sieht halt top aus. Und ich hoffe mal, ihr könnt es gut erkennen. Ich halte es wieder nach vorne so ein bisschen. So sieht das aus. Also Stück für Stück für Stück können wir hier fotografieren. Du kannst den Schnitt nochmal schräg neben dich stellen. Also, dass die Kufen zum Weg zeigen. Ja, perfekt. Genau, finde ich natürlich nochmal ein bisschen cooler. Genau, sehr schön. Genau, wieder aufpassen, dass man das Auge nicht sieht. Nimm mal das linke Bein so ein bisschen nach innen rein. Das linke? Ja, also, ja, linke? Genau, das linke. So rein, nee, oder so. Ja, genau, so nach. Und dann schön nach innen reinschicken. Also ruhig mal Knie zum Schnitten. Oder so. So geht auch. So? Knie zum Schlitten. So rum. Knie zum Schlitten. Ja, perfekt. Perfekt. So, genau. Genau, würde ich sagen, passt schon. Sehr cool. Sehr cool. So. Nice. Jetzt mal, ich einmal ganz kurz durch die Kamera durch. Passt. Oh Gott. Das passt. Perfekt. Ja, ist doch cool. Ja, mega, ne? Wenn du Tipps zu Fotoshootings und Lichtsetzung haben möchtest und mir einfach zusehen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal. Mit Johanna habe ich mich vor kurzem in der Nähe von Schleswig getroffen und wir waren in so einem kleinen, ja, Waldstück, so eine Lichtung sozusagen. Und das war gar nicht mal so leicht für mich, weil ich habe nur ein Auto mit Frontantrieb. Ich habe mich zum Glück nicht festgefahren und wir haben
tolle Fotos gemacht. Knapp vor diesem Shooting war ich beim Workshop in Hamburg bei Martin Krolopp. Ich mag ihn unwahrscheinlich gern. Ich finde die Sachen toll, die er macht. Und ich muss sagen, man hört sich sowas gerne an. Und es macht einfach mal Spaß, ein bisschen ein paar Leute zu treffen, auch mal mit anderen Leuten zu reden, die auch sich für die Fotografie interessieren. Das Lustige ist, es haben mir sogar ein paar Leute angesprochen, die da waren, die auch meine Videos gucken, was ich persönlich sehr, sehr gefreut habe. Und von daher, falls ihr wieder guckt, schöne Grüße an euch. Bei diesem Workshop kam teilweise vor, oder war das Hauptthema, JPEG-Fotografieren mit, ja, LUTs an Lumix-Kameras, überhaupt erstmal JPEGs. Und ich muss sagen, ziemlich cool, ziemlich interessant. Und leider, leider, leider Gottes ist meine Sony nicht so toll in den Einstellungen wie die Lumix, wenn man direkt out of cam fotografieren möchte, weil man halt weniger Sachen anpassen kann. Also Lumix, ganz großes Kompliment. Verdammt, verdammt gute Kameras mit tollem Bediensystem. Die Bilder sind mehr oder weniger fertig aus der Kamera. Und das Einzige, was man halt rausretuschieren sollte, ist vielleicht mal so ein Stativbein, vielleicht eine Kante vom Lichtform, aber wenn man Licht setzt, ist das Licht häufig ein bisschen störend. Ja, wenn dann die Kante drin ist vom Beauty Dish zum Beispiel, das könnte man natürlich rausnehmen. Nimmt man drin natürlich nicht. Aber Ziel ist es wirklich, die Bildbearbeitung so weit wie möglich herunterzufahren, dass das Bild echt schon möglichst gut aus der Kamera fertig gemacht worden ist. Blitzlicht nehme ich deswegen auch, weil sich die Fotos deutlich unterscheiden können von anderen Fotografen. Wenn man normal fotografiert, das wäre alles sehr matt gewesen und irgendwie so ein bisschen, ja, schmutzig, irgendwie nicht so clean, nicht so scharf, nicht so brillant. Und ich finde, Johanna hat es verdient, dass sie die perfekten Bilder bekommt. Oder möglichst perfekte Bilder. Und deswegen habe ich da natürlich auch geblitzt. Natürlich kann man die Bilder noch ein bisschen bearbeiten. Man kann noch ein bisschen Hautbearbeitung machen. Man kann die Augen noch mal ein bisschen mehr betonen. Man kann noch so ein paar Sachen anpassen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, und das war auch so ein wichtiger Punkt dabei, wenn es schnell gehen muss und man will die Bilder schnell zeigen, dann ist das Bild allemal gut genug, weil man gut fotografieren muss. Rein retuschieren ist toll, wenn man es kann. Es macht auch mal Spaß. Für mich ist es auch eine Art Entspannung. Aber ja, Luxusproblem oder Luxusmöglichkeit. Ich brauche davon nicht groß leben, wenn es ein bisschen länger dauert. Ich habe Johanna gefragt, möchtest du das Bild sofort haben, möchtest du die Bilder sofort haben oder möchtest du ein bisschen warten? Und das mache ich jetzt so, ich lasse die Modelle oder die Menschen allgemein entscheiden. Willst du es ganz schnell haben oder möchtest du ein bisschen warten, dann kannst du die Bilder retuschiert kriegen oder auch so. Wie seht ihr das? Also ich fand es wirklich interessant, falls ihr mal die Chance habt, beim Coaching oder Workshop bei Martin Krolopp dabei zu sein, ist super gut. Ist auch bei YouTube, ja, ich würde sagen, der König der Porträtfotografie im deutschsprachigen Raum. Und das kann ich neidlos anerkennen. Also wirklich, wirklich top.